Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal Kopfhörer, die nicht standardmäßig ins Ohr gesteckt werden, sondern auf dem Ohr oder vorm Ohr aufliegen. Los geht's nach dem Intro. Hallo, heute zeigen wir euch mal die etwas anderen Kopfhörer. Sie kommen von der Firma Aftershocks und funktionieren ein bisschen anders als ein klassischer Kopfhörer, den ihr euch ins Ohr steckt oder übers Ohr, im Prinzip von einem Over-Ear nutzt. Das sind sogenannte Knochenschall-Kopfhörer. Die Technik dahinter ist eigentlich relativ simpel erklärt. Der Kopfhörer an sich liegt auf dem Wangenknochen auf und die Musik wird über Vibration übertragen bzw. fließt diese direkt am Trommelfell vorbei ins Innenohr. Dadurch hört ihr dann die Musik oder die Telefonate oder was auch immer und es steckt halt nichts in eurem Ohr drinne. Hat mehrere Vorteile natürlich. Die Ohren sind zum einen frei, man hört Straßengeräusche oder auch andere Sachen natürlich in eurer Umgebung, um die natürlich wahrzunehmen. Hat natürlich auch eine erhöhte Sicherheit und natürlich auch einen sehr, sehr hohen Komfortwert. Hintergrund auch bei diesen Kopfhörern, es gibt echt extrem verschiedene Gruppen, die den Kopfhörer brauchen könnten oder wo das auch Sinn macht. Beispielsweise beim Fahrradfahren, dass ihr wirklich den Straßenlärm oder die Geräusche oder Warnsignale von Rettungswagen mitkriegt, habt ihr die Ohren immer frei, trotzdem habt ihr eure Lieblingsmusik dabei. Natürlich auch beim Klettern zum Beispiel, dass ihr halt wirklich wenig Gewicht dabei habt oder irgendwas aus dem Ohr fallen könnte. Es liegt wirklich sehr gut am Ohr an. Durch diesen praktischen Bügel hinterm Ohr, das ist bei beiden Modellen jetzt hier so gewählt, dass ihr wirklich maximalen Komfort auch habt. Aus medizinischer Sicht, es gibt Leute, die haben zum Beispiel eine Verletzung am Trommelfell. Da kann das natürlich eine Lösung sein oder halt auch bei Taubheit von einem Ohr, sodass das dann über den Knochenschall dann doch noch wahrgenommen wird. Oder auch bei älteren Leuten, die einfach nichts im Ohr haben wollen oder auch über Hörgeräte da oder mit Hörgeräten arbeiten, ist das immer eine alternative Lösung. Ich habe es auch erst nicht so ganz verstanden, ob das ganze System so gut funktioniert. Allerdings habe ich die beiden Modelle schon persönlich jetzt getestet. Es ist schon einzigartig, wie das Ganze funktioniert, aber auch echt gut. Wobei man gleich Abstriche machen muss, ist natürlich im Klang. Man hat nicht mehr so eine Dynamik, nicht mehr so eine Tiefe in der Musik einfach mit drinne, da über den Knochenschall wirklich primär Sprache, auch natürlich Musik übertragen wird. Allerdings nicht mehr so die Kraft, der Bass fehlt einfach hier. Ich packe die gerade mal aus, dass ihr die auch mal seht. Apropos die Verpackung, sehr, sehr wertig gemacht, mit den ganzen technischen Daten, die der Kopfhörer kann, aufgedruckt, sehr hochwertiges Papier, also das ist schon echt schön gemacht, auch die Verpackung hier mit B-Open, also da hat man sich auch ein bisschen Gedanken gemacht, dann auch hochwertiger Druck, also das passt, das ist ein stimmiges Produkt, darauf auch immer einzugehen, das finde ich auch immer ganz wichtig, der Hersteller denkt sich meistens auch was dabei. So, mitgeliefert wird natürlich bei den Modellen auch eine Anleitung, beziehungsweise natürlich auch die Ladekabel. Na komm her. Hier sogar eine schöne Tasche. Sogar mit einem Magnetverschluss. Auch relativ cool gemacht. Also hier ist auch echt Liebe im Detail. Hoppala, so, hatte ich alles. Sogar noch Gehörschutz, den ihr euch ins Ohr machen könnt, dass ihr wirklich übers Ohr dann nichts mehr wahrnehmt, beispielsweise, dass ihr wirklich nur die Musik wahrnehmt vom Kopfhörer. Das Ladekabel zeige ich euch mal, weil da gibt es einen Unterschied bei beiden Modellen. So, hier haben wir unten die Ladekontakte. Die werden auch, das ist auch ein Magnetzug dran, dass das einrastet und dann natürlich über USB an herkömmlichen Adapter-Steckdose zum Akku laden. Bei dem Modell waren komischerweise zwei mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob eins als Ersatzteil mitgeliefert wird oder ob es hier einfach nur ein Fehler war. Sind auf jeden Fall zwei Stück mit drin. Auch nochmal die grundlegenden Funktionen.
und natürlich, wie gesagt, auch die Anleitung. Ja, ist alles hier mit drinnen. So, ich packe das mal gerade zur Seite, dass wir auch den anderen auch nochmal auspacken und zeigen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Aktiviert außerdem die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn neue Videos von uns online gehen. So, dann gehen wir nochmal auf die Unterschiede jetzt von den beiden Modellen ein. Die Firma Aftershocks hat, oh, ich müsste lügen, ich glaube 4 oder 5 Kopfhörer mittlerweile im Programm. Wir haben euch jetzt mal hier 2 rausgesucht, die wir ganz interessant fanden. Auch bei dem Modell wird eine Transporttasche mitgeliefert, diesmal hier aber mit Reißverschluss. Und auch hier im Lieferumfang das Ladekabel und auch wieder die Ohrstöpsel. Bei dem Modell, das war jetzt der R, habt ihr ein Micro-USB-Kabel mitgeliefert. Also nicht über so eine Ladestation an sich, sondern hier über das Kabel. Hier ist der Anschluss auch gut verdeckt. Da kommen wir nämlich zu der Wasserdichtigkeit. Der R, also sprich das Modell, ist IP55 zertifiziert, sprich Wasser- und Schweißresistent. Der Aeropax ist IP67 zertifiziert für kurzfristiges Wassereindringen, beispielsweise Regen. Ja. Die Firma Aftershocks hat auch noch ein Modell, mit dem man zum Beispiel schwimmen gehen kann. Der ist natürlich dann IPX7 zertifiziert. Unterschied auch noch zwischen den beiden. Der R ist ein Ticken schwerer, mit knapp 30 Gramm zu 26 Gramm. Das fällt jetzt hier nicht so ins Gewicht, aber für den Extremsportler macht das wahrscheinlich schon ein bisschen was aus. Ansonsten sind die Kopfhörer wirklich sehr leicht. Sie passen richtig gut und man nimmt sie nach kurzer Zeit auch nicht mehr wirklich wahr. Ich habe die auch mal getestet bei einem Fernseher, um einfach festzustellen, wie ist es hier mit Synchronität, wenn man Filme guckt. Ich hatte mit beiden Modellen kein Problem, also Ton und Bild waren hier synchron. Wobei wir auch hier von einem unterschiedlichen Bluetooth-Standard sprechen. Beim Aeropax haben wir Bluetooth 5.0, beim R haben wir 4.2. Akkulaufzeit, auch immer ein wichtiges Thema bei Kopfhörern. Da sprechen wir bei ganz normalen In-Ears meistens irgendwas zwischen 4 und 8 Stunden. Der Air hat 6 Stunden, der Aeropax hat 8 Stunden, also da liegen wir eigentlich komplett sicher und denke ich, ist für so einen Kopfhörer in der Größe mit dem Gewicht auch vollkommen ausreichend. Für längeren Sport gibt es natürlich andere Kopfhörer oder dann halt mit einem Ladecase, wo ihr immer wieder laden könnt, oder man nimmt eine Powerbank hier mit, ist natürlich dann auch möglich, dass man die dann wiederum auflädt. Ansonsten ist zu den Kopfhörern eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Thema, was sie einfach hier getroffen haben, eine Alternative zu bieten, um Leuten wiederum Klang in die Ohren zu bringen, die eventuell irgendwie ein Problem mit ihren Ohren haben. Oder man sagt einfach, nee, ich mag ich gar nicht, ist mir unangenehm und auch ein Bügelkopfhörer drückt mir zu viel auf dem Ohr. Für die Kunden spricht im Prinzip die Firma Aftershocks die Kunden an und vermittelt ihnen halt die Geräte. Die ganzen Preise, das jetzt noch zu sagen, wäre ein bisschen viel, findet ihr auch immer in unserer Infobox. Dort natürlich der Vorteil, das sind immer aktuelle Tagespreise, sodass ihr da immer auf der sicheren Seite seid. Nutzt auch gerne den Kauflink, das würde unserem Kanal wiederum ein bisschen weiterhelfen, sodass wir weiterhin Produkte für euch kaufen können und die Videos machen können. Wenn Fragen sind zu den Produkten, wie immer, schreibt sie gerne in die Kommentare. Die Antworten liefern wir euch wie gewohnt auch immer sehr, sehr kurzfristig. Das war's eigentlich von unserer Seite. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.